Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Just Chaos mit dem Franken Andi. Ja, ich habe hier diese nette Information gerade eben bekommen. Ich kann den Gewittersturm kontrollieren und ich soll nach Zona Dos in der Region Kunka oder zum Meteor Lab in der Region Pyunukuni zurück, um den Blitzkern bei Bedarf zu aktivieren. Den AR-Scan und kann ich benutzen und dann den Wegpunkten zur Konsole. Schalte den Gewittersturm per Knopfdruck ein oder aus. Ja, danke. So, oh, das sieht ja mal geil aus. Ja, gut. Ja, nice. So, wo machen wir denn als nächstes weiter? Gehen wir. Wollen wir hier unten die Mission dann machen? Ich denke schon, oder? Hm? Dann machen wir hier mal eine Reise erbitten. Jupp. Dann nehmen wir mal den. Die Fortuna nehmen wir da mal. Mhm. So, mit Vollgas darüber. Ja, der geht schon steil runter hier, ne? Da war irgendwo ein Chat. So, hallo, ich bin da. Lenkbombe Magier verbindet Treibstofffässer mit Lufthebern Gelenk. Ah ja. Ich habe mich ein wenig über dich informiert, Rico. Über deine früheren Abenteuer. Ziemlich beeindruckend. Ach du Scheiße. Das hier ist eine Rückblende. Wir machen dich also jünger wie den Typen in diesem Ameisenfilm. Dann mal los mit deinem Streitwagen. Ja, geil. Also du Star. Komm pünktlich zu den Markierungen. Ich bleib dran und dann bekommen wir eine richtig coole Verfolgungsjagd. Also, im anderen Auto sitzt dein Kindheitsfreund Mario Frigo. Soll das ein Witz sein? Ihr fahrt ein Rennen in Medici. Das ist also eine schöne Rückblende. Okay, wenn er nicht so die ganze Zeit im Weg herumfahren würde. Wow, 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 wow. Oh! Macht weiter so, Leute! Ist nur dumm, dass hier gerade ein bisschen. Krieg herrscht und so. Naja, gut, jetzt sind wir, glaube ich, schon durch die. Yo, das geht hier. Easy durch. Warum? Ist der andere Kerl überhaupt noch da? Oder?
Boah, Alter, fährt er mir volle Kanne in die Karre rein. Unglaublich. Boah, diese langsamen Autos, die da immer rumschleichen, die sind echt fürchterlich. Ja, ist klar. Sonst so? Oh ja, hallo. Ja, toll, jetzt habe ich auch noch die Arschkrieche hier an der Backe. Wow! Der sieht aber nicht mehr ganz so frisch aus. Es geht los, Rico. Schlängel dich zwischen den Flugzeugen durch und du musst Spaß am Steuer haben. Alles klar, Spaß am Steuer, ja, ja. Mh. Ach so, hier. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich nur irgendwo so ein Flugzeug von irgendwo an. Oh. Upsi. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Fuck. Aber ja, jetzt ist das Auto wenigstens ganz. Und der Kerl ist auch wieder da. Guck mal. Boah, Alter, ich hasse die Leute. Flugzeuge? Anpassen, damit es so aussieht, als könntest du, naja, Schauspielern. Das wäre dann alles, Schätzchen. Darf ich? Hier zu fahren, Rico. Wenn du mal in Hollywood bist, melde dich, dann machen wir Party. Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Jojo. Ja, ja, da, das ist lustig, da hat er Spaß. Feind hat einen Panzer. Ich wiederhole, Feind hat einen Panzer. Ja. Verstärkung ist auf dem Ziel nicht in Sicht. Zentrale. Upsi. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt Ja, ja, hier nicht mit Helikoptern und so. Das ist nicht lustig. Da hat er Spaß auf. Okay. Oh, ich glaube, ich brauche gleich einen neuen Panzer. Der sieht nicht mehr ganz so frisch aus hier. Helikopter im Abflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Oh. Ubila. Ubila. Upsilein, wollte ich sagen. Naja. Kann ich einen neuen Panzer haben? Upsi.
Wer schießt denn hier? Da steht ein Heli. Wow. Aua, 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 aua. Gib mir mal den Panzer hier. Ich muss. Ja, ja, du musst da einsteigen, komm. Oh, die Kiste brennt ja schon. Dann nehme ich halt... Oh, der brennt ja auch schon. Warum brennen die denn schon alle? Was ist denn da los? Wir sinken? Kann ich vielleicht... Kann ich... Ja... Wir müssen hier mal ein bisschen weg jetzt hier. Nicht wirklich, oder? Alter Schwede. Boah, diese Kampfhubschrauber, die sind echt übel, ne? Jetzt wollte ich hier ein bisschen Spaß haben. Aber die sind hier ein bisschen Spaßbremsen hier. So, wir machen hier auch mal wieder Reise erbitten, sondern mach mal die nächste Mission. Jo. Ja, da unten ist ja jede Menge Spaß hier. Jupp. In seiner Geldbörse. Er lässt den Prieser Auto Fahrzeuge für Solis Einwohner produzieren, die sich die Importe nicht leisten können. Mhm. Und weiter? Betrete die Fabrik von Prieser Automobil. Diese Fabrik ist weitgehend automatisiert. Ohne Computer kann man da gar nichts herstellen. Aber Izzy hat einen Weg gefunden, um... Ach, lass mich einfach rein. Wir überladen das Stromnetz und verschlüsseln dann alle Systeme. Dann ist die Fabrik nutzlos. Wie überlade ich das Stromnetz? Die Fabrik wurde schon mehrere Male erweitert. Wenn du sämtliche Stromkreise auf einmal aktivierst, wird das Stromnetz in die Knie gehen. Startet das System dann neu, schalte ich es aus. Du hast von drei verschiedenen Qualitätssicherungsabschnitten Zugriff auf das Stromnetz. Hier. Hoppala. Oh. Na, sie da hinten bin auch mit. Schau. Hier. Was ist da hinten? So, haben wir hier noch mehr Tanks? Ach so. Ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich hier ein bisschen Alarm mache, ne? Gut,
Tupen erhalten, das ist nett, danke. Okay, wir sollen da rüber. Naja, das ist ja kein Thema. Da. Sieht aus, als wären die Gebäude versiegelt. Irgendeine Art Scanner. Öffnet sich vermutlich nur, wenn ein Fahrzeug vorfährt, das für Testzwecke freigegeben wurde. Die Konsole sollte dir verraten, nach was du suchst. Ah ja. Und dann gehen wir halt mal gucken. So. Hier braucht man einen Prisa-Soll? Ist das ein Prisa-Soll? LOL. Mann, ich erschieße dich, wenn du nicht so gefällt mir das Ding. Das könnte einer sein. Nur weil ich fröhliche Musik. Das ist ein Prisa. Nee. Was ist denn ein Prisa soll? Nö, 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 nö. Das war ich nicht. Definitiv nicht. Was ist das zu finden? Verzeihung? Okay. Cool, guck mal, da haben wir doch noch so einen. Prisa Viento. Ne, aber der heißt doch hier anders, oder? So, oder? Sedan. Ja, ich probiere das jetzt mal. Oh. Ja, zum Glück muss ich hier nicht von der Innenansicht fahren, weil, oh, da brennt's irgendwie, ha? Passt nicht. Ich muss ein Solventiono finden. Ein Solventiono. So einen hatte ich doch, oder? War das hier nicht so ein Ventiono? Viento. Passt nicht. Ich muss ein Sol. Wechsle zu Sol Sport Sedan. Hä? Ah, Sol Sport Sedan. Das ist nur der normale Sedan, oder? Columbia Sedan? Hä? Nee. So, ich gehe mal da hinten ein bisschen hin, dann kann ich hier die Tanks nämlich noch sprengen. Wir können hier was haben. Schau mir das mal an. Nö, du hast da nichts.
Das ist auch kein Sportsedan. Hä? Nichts zu melden. Nehme Patrouille wieder auf. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Oh. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Ja, ja, geh mal gucken, da ist bestimmt irgendwas. Was haben wir denn da? Oh. Nett. Gegnerisches Ziel? Hä? Wer hat denn angegriffen? Abfahrt. Warum schießt du denn auf mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Ja. Das war ich aber nicht. Ich muss mir mal die Beine vertreten. Wo habt ihr mich jetzt hier gefunden? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Ihr könnt mich doch gar nicht sehen. Das passt. Verstanden. Erfassen das Ziel neu. Nee, nee. Box hier nichts erfassen. Ich bin nicht da. Von wo schießt du denn, sage mal? Mich jetzt hier oben wirklich gefunden? Das gibt's doch gar nicht. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Ja, das ist auch gut so. Bestätigt. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Nee, nee. Ja, Gott sei Dank. So, jetzt lass mich hier mal gucken wegen den Autos. So,
So, ich glaube, hier werden wir fündig. Also diese Jeep brauche ich nicht. Ah, guck mal. Der sieht nach Sport aus. So ein Rayo-Sport. Nee, ist er nicht. Das hier? Ah, der Solvient Diuno. Ein schickes Teil. Ist er das also? Geht denn die Straße dahin? Ja, der ist nicht mal verkehrt. Der hat auch einen schönen Abzug. Und lässt sich eigentlich ganz nett fahren. Eigentlich. Ja, ich pass auf. So, hallo. Ja, open the door. Jeder der Schaltkreise versorgt einen anderen Bereich in der Fabrik mit Strom. Du musst die Versorgung in allen Bereichen aktivieren. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ah ja. So, hab ich. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Was? Ja, ich bin nur kurz auf der Durchreise. Alles kein Problem. Ah ja. Was für ein Auto brauchen wir jetzt hier? Sieht aus, als müsste ich mir doch einen Assortress beschaffen. Ein Assortress? Ein Assortress? Boah, was? Echt jetzt? Wo kommt denn jetzt der Heli daher? Der eine war ja klar, aber der zweite... Oh, jetzt kommt noch einer. Das war knapp. Ja, hier kommt mal wieder klar hier. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Breite Suche ein. Nee. Ist gut. Zentrale, wir haben das Ziel verloren. Erbitte Befehle. Zentrale hier. Findet den Gegner. Feindkontakt verloren. Neu formieren. So.
Vielleicht sollte ich gleich mal zum anderen Scanner gehen und... zum anderen Scanner gehen und mir schon mal das passende Auto holen, damit ich es nicht suchen muss. Wo fackeln denn die Helikopter da oben her? Ist schon ein bisschen lustig. Zurück nach Prisa Auto. Die Fabrik wurde schon mehrere Male erweitert. Wenn du sämtliche Stromkreise auf einmal aktivierst, wird das Stromnetz in die Knie gehen. Startet das System dann neu, schalte ich es aus. Ah ja. Du hast von drei verschiedenen... Genau, so jetzt lass mich mal kurz mal... ...in Qualitätssicherungsabschnitten Zugriff auf das Stromnetz. Boah, Alter, drei Helis? Ist es vielleicht nicht ein bisschen übertrieben? Warum willst du nicht in das Auto einsteigen? Ja gut, Starbucks jetzt nicht mehr einsteigen, das ist irgendwie nicht mehr schön. Hopp. Oh, das wird bestimmt lustig. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Noch mehr Helis. Ja, hallo. Das macht man fein nicht, auf andere Leute schießen und so. Das ist sehr unhöflich. Und los. Jeder der Schaltkreise versorgt einen anderen Bereich in der Fabrik mit Strom. Du musst die Versorgung in allen Bereichen aktivieren. Okay. Das kriege ich schon irgendwie hin. Die Verstärkung wird gleich eintreffen. So, liebe Leute, aber wie die Mission weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Tschüss!